Die Geschichte ist schon fast so wahr, dass sie eine Legende sein könnte. Aber tatsächlich, vielleicht, möglicherweise so passiert. Jugendliche machten sich einen Spaß daraus, irgendwo in einer Kleinstadt ein paar ehrenwerten Persönlichkeiten einen Brief zukommen zu lassen. Mit dem einfachen Text, es ist alles herausgekommen. Einige Tage später, so heißt es, haben einige diese Stadt fluchtartig verlassen. Einige haben sich das Leben genommen und andere haben irgendwie, keine Ahnung, Zeugenschutz beantragt und eine falsche Identität bekommen. Vielleicht ist es nur eine abgeschriebene Doktorarbeit gewesen, eine Fahrerflucht, eine Falschaussage oder aber eine Steuererklärung oder etwas, was auf keinen Fall hätte bekannt werden dürfen. Sonst wäre nämlich der Ruf ruiniert und die Karriere beendet. Was wäre denn deine Reaktion auf den Zettel, es ist alles herausbekommen? So, damit kannst du mal klarkommen. Zum Wohl. Herzlich willkommen zu einem neuen Lebenszeichen DIY. Believe it yourself, klug ist, wer selber glaubt. Aus der Martin-Luther-Kirchengemeinde in Witten an der Ruhr. Mein Name ist Dirk Schuklat, ich bin hier Pastor. Ein biblisches Wort für den Tag, ein paar gute Gedanken und eine Idee, wie du dieses Wort umsetzen kannst. Oft ist es übrigens identisch mit der sogenannten Tageslosung. Da kann man dann nochmal gucken, was das für ein Wort war oder auch vielleicht zurückblicken oder vorausblicken, was dann noch auf uns zukommen könnte. Unser biblisches Wort für den heutigen Tag finden wir im Brief an die Hebräer. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen, sondern es ist alles offen und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. So, das klingt ziemlich bedrohlich und der ein oder andere sagt, das haben sie mir früher von Gott auch immer erzählt. Es gibt einen, der alles weiß, lass die Hände über der Bettdecke, Gott sieht alles. Ja, was für ein Schindluder wurde da schon mit dem Namen Gottes getrieben. In den 70ern gab es ein Buch, das hieß Gottesvergiftung und genau das war das nämlich auch. Das war eine Art Missbrauchsskandal, den die meisten schon vergessen haben. Da wurde nämlich das Wort Gottes, der Name Gottes wurde nämlich missbraucht von irgendwelchen religiösen Kontrollfreaks und irgendwelchen Machtmenschen. Und da wurde Gott tatsächlich vergiftet und er starb langsam in unseren Armen. Und jetzt haben wir keinen mehr. Jetzt sind wir nämlich vermeintlich frei und haben niemand mehr, vor dem wir uns verantworten müssen, dem wir Rechenschaft geben müssen über unser Tun und Lassen und über unser Treiben hier und Handeln auf diesem Planeten. Es gibt keinen Gott, es gibt keine Ewigkeit, es gibt keine Gerechtigkeit und keine Frage mehr nach Schuld. Und das Ergebnis? Ja, es ist alles herausgekommen. Wenn ein amerikanischer Präsident tatsächlich mit über 10.000 nachgewiesenen Lügen, Amtsenthebungsverfahren und Skandalen und Skandälchen über Steuererklärungen und, Bezahlungen an Pornodarstellerinnen 4 Jahre lang im Amt bleiben kann, warum sollen wir uns denn noch Sorgen oder Gedanken machen? Herzlichen Glückwunsch, da sind wir jetzt. Aber was ist, wenn wir uns irren? Wenn wir doch mal irgendwann gefragt werden, was wir mit unserem Leben gemacht haben, was wir mit der uns anvertrauten Schöpfung gemacht haben, wenn es doch einen Moment gibt, in dem unsere nackte Existenz im Lichte einer göttlichen oder universalen Wahrheit betrachtet werden muss, so vielleicht wie in der biblischen Geschichte damals im Paradies. Adam versteckte sich ja vor Gott, der durch den Garten ging und Gott rief, Adam, wo bist du? Und dann sagte Adam, oh, ich habe mich versteckt, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich war nackt. Ja, da sollten sich viele fürchten, also ich unter anderem auch, dass man mich so sähe. Aber nun gut, es täte aber trotzdem gut, dass es einen Ort gibt, in der Gegenwart eines wohlmeinenden Gegenübers, an dem ich meine eigene, ganz ungeschützte Existenz mit all den Geheimnissen, den Guten und den Bösen einfach mal wahrnehmen kann und betrachten darf, ohne dass mich dafür direkt jemand verurteilt. Ich darf mich dem erstmal stellen. Gott möchte dieser jemand, dieses Gegenüber für dich sein. Er kann all deine Abgründe ertragen und er heilt dich auch und hilft dir wieder auf die Beine nach allen Abstürzen, die du nach deinen vermeintlichen Höhenflügen erleben musst. Und dann zeigt er dir liebevoll neue Wege auf, die du guten Gewissens gehen kannst. Ich persönlich glaube übrigens nicht, dass es jemals einen Menschen gegeben hat oder geben wird, der alle meine Geheimnisse kennt.
Ich weiß gar nicht, wie ich mit diesem Brief umgehen würde, wenn der bei mir im Briefkasten wäre. Bin mal gespannt, wer das jetzt als Anregung nimmt. Unter Paaren übrigens nennt man das Königswissen. Das heißt, man lebt so eng zusammen, dass man meint, der andere wisse alles über einen. Darf das sein? Muss das sein? Jeden Gedanken, jede Angst, jede Begierde, jede Schwäche, aber auch jede Stärke? Es hat was mit dem persönlichen Vertrauenslevel zu tun, ob ich das zulassen kann. Ich persönlich bin mir da nicht ganz so sicher, wie weit ich bereit bin zu gehen und mich zu öffnen mit meinen ganz persönlichen Welten. Tut es nicht auch gut, etwas für sich zu haben? Für mich ganz alleine? Naja, zumindest für Gott und mich, so in diesem kleinsten gemeinsamen Kreise. Und wenn es auch nur meine eigenen Gedanken sind, die mir gehören, die ja bekanntlich frei sind, und ich nichts mehr für mich habe, besitze ich dann überhaupt noch irgendwas? Naja, also unsere kleine philosophische Ecke für die, die ein bisschen weiterdenken wollen. Wenn ihr wollt, quatscht dann nochmal in der Küche weiter. Aber die Aufgabe für den Tag heute wäre, dass ihr euch ein Geheimnis nochmal anseht aus eurem Leben, es auf einen Zettel oder auf ein Blatt Papier schreibt und das dann als euren ganz persönlichen Schatz akzeptiert und es an einer Stelle versteckt, die nur ihr kennt. Und dann überlegt ihr mal an diesem Ort mit Gott zusammen, was ihr mit diesem Geheimnis und diesem Schatz macht. Gibt es noch jemanden, dem ihr das zur Verfügung stellen wollt? Gibt es jemanden, dem ihr das erzählen könnt oder wollt oder der davon betroffen ist und es gut wäre, wenn er das wüsste? Überlegt mit Gott, welches Geheimnis es sein könnte und was ihr daraus macht. Und dann, wenn ihr mutig seid, schreibt uns zumindest nicht das Geheimnis, aber eure Erfahrungen, die ihr damit gemacht habt, mit Gott ein Geheimnis zu teilen und zu überlegen, was man daraus machen kann. Vielleicht auf unserer Facebook-Seite oder hier unten in die Kommentare oder macht von mir aus auch ein geheimnisvolles TikTok-Video, irgendwas, mit dem ihr die Rückmeldung gestaltet, die ihr uns dann gebt. So, das war's für heute. Lebenszeichen DIY, believe it yourself, tu es, wer selber glaubt. Mein Name ist Dirk Schuckert, ich bin Pastor hier in Witten und ja, passt auf euch auf, Gott tut es auch. Bis denn und morgen. Und wir sehen uns. Tschüss.